Ja, mein Name ist Gunnar Schäfers. Herzlich willkommen hier auf dem Autokino auf dem Stoppelmarkt, was wir als Schauburg Cineworld Fechter und Zentralkinos Diepholz zusammen mit den Schaustellebetrieben Jürgen Meyer durchführen. Wir sind hier gerade im Einlass. Das ist Samstagabend, Primetime. Es gibt Popcorn, Cola, Nachos, alles was zum Kino dazugehört. Die Schlange sieht schon ordentlich aus. Wir sind mit guten 100 Fahrzeugen heute zugange. Am Ende oder abgerechnet wird erst am Schluss, so ist das im Kino. Wir haben eine Genehmigung für bis zu 200 Stellplätze. Mal gucken, wann wir die voll kriegen. Wir haben ja ein gemischtes Programm aus Actionfilmen, Familienware, Komödien, Best-Ager-Komödien. Von daher ja, haben wir jeden Tag was Neues. Wir haben eine tägliche 17 Uhr Vorstellung mit Familienware. Wir glauben, dass wir da die Corona-Zeit ein bisschen erträglicher mitgestalten. Ja, wie kommt ihr an die Tickets? Am besten bei uns, wie man das aus dem Vorverkauf schon kennt. Ihr geht auf schauburg-cineworld.de. Da ist gleich ganz oben ein Link drauf zum Autokino. Da fallt ihr in die neue Seite rein, wo ihr im Prinzip die Tickets kaufen könnt. Wahlweise ist dann im zweiten Schritt die Popcorn-Nacho-Süßigkeiten dran. Wir haben jetzt erstmal mit Popcorn-Nachos gestartet, werden das Sortiment, das läuft ja alles gut hier, von daher werden wir das Sortiment in den nächsten Tagen auch ausweiten. Ja. Dann kauft man sich die Tickets und kommt dann am Veranstaltungstag her, reiht sich hier so ein bisschen in die Schlange ein, kann in der Schlange so ein bisschen unsere Sponsoren sich begutachten, informieren. Ja, moin, mein Name ist Jürgen Meyer, ich bin hier Schausteller aus Fechter und ja, wie Sie ja alle wissen, ist das ist der normale Alltag in dieser schweren Zeit oder das Vergnügungsangebot komplett runtergefahren, so ist es auch bei uns. Wir sind tatsächlich fast arbeitslos oder sind arbeitslos im Moment. Und da kam uns vor rund 3 Wochen die Idee, weil wir auch nicht viel Spielraum haben, ein Autokino auf die Beine zu stellen. Ja, und so sieht das Ganze jetzt aus. Ich stelle mal kurz vor, der lokale Kinobetreiber Gunnar Schäfer, der das mit ermöglicht hat, Danny Müller und Alexander Caro. Ja, ja, wir haben rund 3 Wochen gebraucht und ich glaube, in der Kürze nicht die Würze. Ich glaube, das haben wir ganz gut und schnell umgesetzt. Und da danke ich auch allen Behörden und allen, die hinter den Kulissen mitgewirkt haben, um dieses Projekt gemeinschaftlich umzusetzen. Und ich glaube, es ist nicht nur für uns eine Chance, etwas Einnahme zu generieren. Ich denke auch, das ist auch für die Bevölkerung ein Schritt in die Normalität zurück. Genau. Wir stehen hier mitten auf dem Veranstaltungsgelände. Hinter mir die 50 Quadratmeter Bildwand. Ja, das ist schon ganz ordentlich für die 200 zugelassenen Fahrzeuge, die wir hier haben. Heute Abend 140, glaube ich, da. Alle ganz entspannt am Gucken. Der Stoppelmarkt hat natürlich ideale Voraussetzungen für Events solcher Art. Von daher sind wir hier ganz gut aufgehoben. Die UKW-Frequenz, der Ton kommt ja über die UKW-Frequenz. Die ist natürlich geheim, die kriegt ihr hier erst gesagt. Aber ja, das funktioniert auf jeden Fall ganz gut. Vielleicht einige Anfragen hatten wir bei Facebook. Gab es Liegenbleiber? Nein, gab es gestern nicht am ersten Tag. Wir sind aber vorbereitet. Es gibt hier Starthilfe, wer braucht. Genau, eine Decke wäre vielleicht nicht verkehrt, wenn es dann am Ende doch ein bisschen kühler wird. Ansonsten gibt es ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, eigentlich alles, was das Herz begehrt. Viel Spaß. Viel Spaß beim Film.